Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Mission Gameplay. Ja, da müsste ich so einen epischen Halt drunter legen, werde ich aber nicht. So, wir sind letztes Mal stehen geblieben, als wir diesen Gang hier gebaut haben, der bisher noch keinen Sinn hat. Aber ich habe überlegt, dass ich jetzt diesen Gang hier symmetrisieren werde. Heißt, in diese Richtung nochmal buddeln werde. Und dann in die Richtung gehen werde und dann da einen Gang nach unten basteln werde, den ich so Quarry-mäßig, wie ich es hier noch mache, so 3x3 Feld nach unten buddeln werde. Bei der Seite, hier in der Seite, wird wiederum hier dann ein verdammt großer Lagerraum draus werden, den ich wiederum mit so einem verschachtelten Gang hinbasteln werde. Aber das wird jetzt erstmal nicht unsere Hauptaufgabe sein. Unsere Hauptaufgabe erstens ist mal hier weiter buddeln. Oh, der Stick ist fertig. So, ich habe nämlich jetzt ja, es liegt ein Tag dazwischen, zwischen der letzten Aufnahmesession. In der Zwischenzeit habe ich nämlich NFTwigs installiert, die hier mal kurz ein bisschen rumarbeiten werden. Und zwar würde ich gerne den hier probieren lassen. Mittlere Maustaste natürlich auch. Auch nein, das werden wir nicht machen, weil das eigentlich schon fast für mich ausgesehen Cheating ist. Und Rüstung anziehen an. Passt. Fertig. Fertig. So, somit haben wir jetzt Sortierung. Hey! Somit ist diese Ordnung, die ich hier gemacht habe, Kokolores. Ja, Kokolores. Essen. Ah, haben wir noch. Packe ich mal hier ein bisschen Essen rein, so Brote, Schweinefleisch. Die Hälfte bloß. Und Pfeife. So. Denn es ist immer besser, wenn man eine ordentliche Ordnung hat. Ja, nee, ist klar, eine ordentliche Ordnung. Gibt es auch unordentliche Ordnungen? Ja, meiner Meinung nach schon. Aber das ist nicht das heutige Thema. Das heutige Thema ist nämlich Reinhardt Car. Nein. Das heutige Thema ist Alkohol. Ich habe mich einfach mal, da ich jetzt eben seit ungefähr einer halben Stunde aus der Schule draußen bin, Mann, ich gut für euch heute auf. Habe ich mir überlegt, hey, ich werde jetzt einfach über Alkohol reden, weil wir zufällig Alkohol in der Schule gehabt haben. Umgebracht sein Alkohol in der Wirkung bei Nahrungsmitteln und der mir ne, das ist jetzt ein bisschen dummes Thema, eigentlich für so ein Thema. Also haben wir gedacht, ich ändere das Thema um und hier würde ich einfach einen Crab-Chef machen, wo Random Crab reinkommt, was ich irgendwie brauche. Gleichzeitig noch Anweisungen sich selber geben, das kann ich. Musik kommt ein bisschen laut vor, deswegen habe ich ein bisschen nicht leiser gedreht, aber für euch müsste alles perfekt abgestimmt sein. Yay! Gut, dass ich was zu trinken habe. Also trinke ich nochmal schnell was und dann fangen wir an mit Alkohol. Also, ne, was ich damit meine, mit, dass ich jetzt ein bisschen über Alkohol reden werde. Also als Thema, Ansprechthema. Alkohol in Form von dessen, dass ich euch sagen werde, was ich meiner Meinung nach von Alkohol halte, was Vor- und Nachteile und so weiter sind. Ich brauche eine zweite Kiste. Was, ob meiner Meinung nach Alkohol abgeschafft werden sollte, ob Alkohol nicht eigentlich so ist wie Brot. Da kann man eigentlich fast gar nicht drauf verzichten und so. Und da will ich jetzt einfach ein bisschen mit euch drüber reden. So, coole Kiste. Ich kann natürlich auch hier ein Lager hinbasteln, aber das ist mir zu blöd, weil das hier einfach zu eng ist. Deswegen kommt es da an. Jetzt sind wir hier am Arbeiten, also. Werde ich jetzt einfach mal ein bisschen mit euch rumreden, um meinen. Und dann sollen wir ein bisschen über Alkohol reden. Und da haben wir überlegt, dass ich erstmal ein bisschen über die Nachteile von Alkohol rede, also etwas schlecht an Alkohol. Und da wird zum allerersten Mal ja das, dass man eigentlich durch Alkohol angeblich zum meisten Unfall passiert. Angeblich, ich glaube eigentlich nicht daran, dass Alkohol gerade schuld ist. Ich glaube ja auch, dass der Autofahrer selbst schuld hat und so. Und die Autofahrer gehen hier jetzt nicht umgekehrt. Ah, der Spiel ist ein Max. Und deswegen eigentlich so gesehen
mehr Vernunft walten lassen sollte, wenn man jetzt Alkohol trinkt und man selbst an sich selbst denken soll, bin ich jetzt eher so ein Vater, der das Gaspedal durchtreten ist, die erste Regel. So ein Autofahrer bin oder eher ein Autofahrer, der Auto fährt und dann sagt, ja, ich muss an mein Ziel kommen, ist mir halt egal, ob es langsam geht oder schnell. Weil dann könnte man theoretisch schon sagen, ja, da kann man ein bisschen Alkohol trinken, weil diese Person ja dann auch vorsichtig fahren kann, theoretisch gesehen. Wie bei Personen, die halt sagen, Moment, das kann ich kurz darstellen, das ist jetzt die Straße. Und der sagt, ich muss so schnell es wie von A nach B kommen und deswegen trotz Alkoholeinfluss. Ja, die F6-Taste. Ich tue nur besoffenen Taste in Minecraft. Mach it nicht. Deadlift ist awesome. Wenn auch sind die gleich mal rausgehen müssen, dann die frische Luft hier den Innen geben, natürlich, das sind die alte Gamer. Ne, es sind nur zwei. Schlecht, schlecht, schlecht. So, dann werde ich jetzt hier noch mindestens dreimal reinbuddeln, also dass ich mein 3x3-Filter habe. Und dann wird das hier noch systematisch nach unten gebuddelt. Ich hoffe, wir treffen auf keine Mine. Denn ich will, wenn es geht, auf Höhe 11 kommen und dann einen langen Gang basteln. Was ich gerade echt extrem heftig finde, in meinen Fraps zeigt man, dass ich ab und zu bis auf 56 FPS hochgehe und dann gehe ich auf 30 runter. Weiß der Gott wieso. Und wisst ihr was, Leute? Wir machen es auch für Risiko. Ah ne, wir haben noch keinen Spawn hier gesetzt. Was das hier wird, das habe ich auch noch keine Ahnung. Für. So, gehen wir noch eins lieber rein, dann können wir besser die Fackeln setzen. Oder ne, lieber zwei, dann sitzen die mittig. Ja, das machen wir. Muss ja alles geplant sein. Also, wir waren ja bei Alkohol immer noch. Aber ich glaube, das Thema habe ich jetzt gerade eben gut beschrieben. Also, im Straßenverkehr sollte man wirklich da auf sich selbst achten, wie gut du nur fahren kannst, wenn du Alkoholintus hast. Weil einige vertragen sehr besser, andere vertragen schlechter. Auch wenn es egal, wie viel du getrunken hast, immer Nebenwirkungen haben kann. Weil es schon bei 0,2 Promille im Blut schon Auswirkungen haben kann. Und jetzt fangen wir hier mit der Quarry. Und ich glaube, ich werde hier dann für mich nach unten gehen. Also ich werde jetzt hier keine Quarry im Quarry-Sinne machen, sondern einfach eine Treppe nach unten. Das heißt, ich muss so einen Stützpfeiler damit machen. Und dann hier so ganz langsam nach unten bullen. Natürlich immer jeden Stein wegfarmen. Und ja. So, nachdem wir nun den Straßenverkehr Alkohol abgeschlossen haben. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wir nun zu dem Alkohol in Form von. Ja, wie soll man das ausdrücken? Das ist Alkohol. Ach, das Leid ist schon zu. Das werden wir schon wieder finden, wir haben hier eigentlich ein Legding. Und wir sind ja auch nur von der Schlucht. Moment, wo ist die Schlucht? Zur Schlucht sind wir auch nur 100 Meter entfernt, also somit ist es auch kein zu weiter Weg. Rapchest. Nehmen wir das hier mit. Alles aus ist so. So. Ich krepiere Elend, oder? Nein, 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 du tötest mich nicht. Du tötest mich auch nicht. Du da hinten auch nicht.
Verschwunde! Ich bin Dragonborn! Und tot. Okay, das was ich auch noch erwähnen sollte, mein Skin. Der Enderwolf, wie ich ihn gerne nenne. So. Wir hatten einiges an Erfahrungspunkten, die müssen wir jetzt wiederfinden. Bei Death Mank. Nein, von Fat Mank. Ich habe jetzt zu gern sieben. So geil. So, da vorne. Auf jeden Fall die Zähne waren schon geil. Ich mache so da und dann bam tot. So, schauen wir mal, ob ich ihn schaffe noch zu erledigen, weil er ist im Wasser. Ich hieße, selbst wenn es jetzt aufhören würde zu regnen, vielleicht mal irgendwann. Ein Hit! Nicht deren Ernst. Stirb an meiner Spitzhacke! Ah, Spitzhacken. So, jetzt kommt noch ein Schwert wieder. Das war's jetzt nicht, wo die anderen liegt. Nicht, dass Link uns irgendwie noch anscheißt, weil das Skyward so einfach so rumliegt. Ich mag dieses Texture Pack extremst. So. Wir müssten eigentlich mal Eisen finden. Am besten an der Zahl 2 Eisen. Und eine Schere zu craften. Die sammelt jetzt jemand diese Sachen, um uns Glas zu machen. Das ist wirklich halt. Ästhetik. Und wegen dem Texture Pack muss ich auch noch was hinzufügen. Ich werde wahrscheinlich wirklich alle 5 Parts des Texture Pack ändern. Wir sind ja jetzt hier gerade in Part 3. Evil Crab Chest. Das können wir auch noch. Das brauchen wir mit Land. Fangen wir zu Stein. Das ist auf 1. Das ist 3er, 4er. Schade, dass kein Red Rock Bogen dabei war. Hätte die Spitzhacke sehen können. So. Wer die kleine Grundausstattung? Ja, das passt. Passt auch. So, ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen auf Erkundung gehen. Whee! So, und zwar werde ich Richtung Süden gehen. Laut Minimap ist das ja der Süden. Währenddessen vielleicht ein bisschen Holz farmen. werde ich wahrscheinlich so oder so müssen. Das weiß ich mal jetzt schon. Und natürlich werde ich von ab und an mal wieder ein paar Let's-Shows machen, die ich so selten gemacht habe. Texture-Shows, mit dem, wo ich dann tendenziell nur das Texture-Pack zeigen werde in 10 Minuten. Und sagen werde, was mir gefällt und was mir eben nicht gefällt an einem Texture-Packs. Und wisst ihr, worüber ich eigentlich noch reden wollte? Und zwar, dass ich in den letzten 2 Parts ja so einen richtig übelsten Fail gemacht habe. Oh, da ist ein Dschungelbiom. Da gehen wir jetzt mal rein. Ab geht's, Westen. Norden ist ja oben. Müsste das jetzt Westen sein? War schon, ja. Wie man merkt, ich bin nie so der Künstler, was das angeht. Ich muss mir das immer noch mit solchen dummen Sprüchen merken wie nie, und es sei für waschen. Norden, Süden. Also, Norden, Süden. Nie ohne Seife waschen. Total dumme Sprüche, aber die helfen einfach. Die Lehrer sollten öfter mal solche Sprüche bringen wie: Ja, wie kann man sich die Himmelsrichtungen merken? Nie ohne Seife waschen, nicht vergessen, Kinder. Und dann sitzt dann ganz so ganz weit hinten, so abseits ein Nerd und sagt: Was ist Seife? Ja, und damit kommen wir so zum Thema in der zweiten Folge für morgen. Ja, ich glaube, dieser Baum war ein bisschen groß, aber naja, das werde ich durchgelassen. Wozu eigentlich ein Thema Mod installiert? Und ja, ich glaube, ich werde schon auf, Bäume zu fällen.
Aber, naja, das werden wir sehen im nächsten Part. Ich höre jetzt für diesen Part auf zu fällen. Wir sehen uns also im nächsten Part, Leute. Wir sehen uns dann, wenn wir weiterhin ein bisschen erkunden werden, unsere Welt hier, ein paar Kakaobohnen sammeln wahrscheinlich, bla bla bla, was das immer. Wir werden es sehen. Bis dann, Leute. Tschüss.